Servus Leute, wir sind hier wieder beim Landwirtschaftssimulator 2013 und wie ihr seht, natürlich ein Megaprojekt, wie ihr seht, da vorne schon mit dem Guten dabei. Mit dem Schönen. Ja, mit dem Guten und dann mit einem schönen neuen Gerät. Meine Leute wissen ja noch nicht, was wir so ungefähr, sie wissen es nur ungefähr, ja, wie das so abgelaufen ist, weil ich habe da kurz was davor erzählt. War zwar nicht ganz begeistert von der ganzen Aktion, aber ja, Mehrheit natürlich entscheidet und da weigen wir sich. Jetzt schauen wir sich kurz mal die neuen Geräte an, was wir gekauft haben. Den Schlüter haben wir schon besessen, schauen wir mal ganz durch. Wir haben noch den John Deere 8360. Condor, die zweite haben wir auch schon gehabt. Dann den haben wir schon gehabt, haben alles gehabt, haben wir gehabt, haben wir gehabt, haben wir gehabt. Das haben wir, glaube ich, auch gehabt. Dann den Glas-Xerion 5000 haben wir neu. Dann haben wir neu den Magnum mit Doppelbereifung. Okay. Dann haben wir neu eine zweite Horsch Maestro. Dann haben wir neu den Überladewagen, sehe ich gerade. Dann den Fendt 936, was ihr aus dem guten sein Let's Play kennt von der Torivers. Dann zwei Horst Joker 12 RT, dafür sind glaube ich die anderen Gruber weggekommen. Ja, das kann, ja genau. Und noch dann noch ein 8360R und ja, das war's dann schon halt. Drei Fendt neue 936, Schlepper. 36 glaube ich noch, ne? Den habe ich schon gehabt in der Liste. Genau. Dann, oh mein Gott, Xerien und ein Anhänger hinten dran. Doch geil, oder? Nein. Schaut komisch aus. Irgendwie ist der Schlepper zu groß. Im Vergleich zum Anhänger. Ja, der Anhänger ist halt klein. Und aber okay. Über 35 Tonnen. Ja, so trotzdem ist. Aber es kann mit Doppelaufbau oder sowas ist er ja nicht. Halt, er ist nicht so ein großer. Aber wir nehmen den Xerion gleich trotzdem zum Abfahren, weil er das der Überladewagen hinterkommt. Was? Und ich glaube, das macht dann eigentlich Sinn. Wieso Überladewagen? Tun wir nicht häckseln? Zu zweit? Also wir sind nur zu zweit. Aber ja, könnte man trotzdem. Sagen, wir machen Körnermais. Ah, Körnermais. Okay, dann schaue ich mal, dass ich den Drescher mir gleich schnappe. Mal schauen, wir haben jetzt alles angesehen, ist glaube ich. Nein, wir haben nicht einmal. Es ist Weizen auch angesehen. Ja, ist doch schön. Aber ich glaube, da wollten wir da nicht mit den Körnermais eher halt mit den Mais eher BGA machen. Von mir aus können wir auch BGA machen, eigentlich ist es mir gleich. Dann fahre ich mal, stelle ich mal zum Feld 10, würde ich sagen, den Big X. Unser fettes Gerät. Oder fangen wir doch Feld 10 können wir am besten erstmal eben fertig machen. Ja, ich war gestern bei der Aufnahme, wo wir das gekauft haben, eigentlich schon dabei, nur da wir jetzt die Bank of Hagenstedt Mod, normalerweise solltest du die jetzt aufmachen mit Alt Y, genau, dabei haben und wie wir sehen da 1,5 Millionen Euro Schulden, da die Bank of Hagenstedt ja auch auf der Ende-Taste liegt, standardmäßig, war natürlich das Problem, dass meine Aufnahmetaste natürlich auch dort liegt und deswegen war die Aufnahme ein bisschen für einen Hund oder für einen Arsch im Endeffekt, auf gut Deutsch gesagt oder auf gut Österreichisch gesagt, für die Kotz. Und ja, jetzt haben wir halt, da muss ich jetzt, habe ich dann gestern nachher nicht mehr mit aufgenommen und deswegen bin ich heute wieder live dabei, sozusagen kurz bevor ihr den Bart online bekommt, nehme ich wieder auf, so eine Stunde davor. Bin mal da und ich hoffe, es geht sich aus wieder. Ja, aber kannst ja unencodiert hochladen mit deiner Leitung. Na, das sind doch ein bisschen groß. Und ich muss ja dein Audio-File ein bisschen nachbearbeiten, weil sonst ist das für die Zuseher ein bisschen zu leise. Gut. Es ist dann sonst mühsam zum Einstellen. Genau. Und das geht ja so, sagen wir so, encodieren wir dann 30 Minuten Pi mal Daumen und den Rest ist auch dann relativ schnell geschafft. So, ich bringe aber dann auch gleich den Drescher zum Feld. Ich hole gerade den Ladewagen, den großen. Also den Ladewagen, den großen. Der müsste an der BGA stehen. Mit der Big Krone. Ah, stimmt ja, aber ich würde da eher mit einem, weiß nicht, mit einem. Mit Johnny oder sowas fahren. Nicht ich fahre mit einem 8000er John Deere gerade. Ja, aber das Xerion ist ein bisschen. Xerion ist für mich eher, würde ich sagen, Ackerschlepper, genau. Ja. Für mich auch. Ich habe lange drüber nachgedacht. Außerdem finde ich, dass der Mod sehr, sehr, sehr träge beschleunigt. Und das ist beim Abfahren dann ein bisschen schwer. Was du noch nehmen könntest, ist ein Fendt natürlich. Ja, aber auf dem Fendt, ich habe jetzt keine Lust? So lange. Ja, ich habe den ja in Tour was. Stimmt, ja. Und dann mal was Neues hier. Johnny gibt es ja schon in einer neuen Version, habe ich heute gelesen von einem Zuseher bei dir. Den Johnny hier? Ja. Du hast noch, das ist die 1.5er Version. Die Version 1.5 habe ich jetzt seit, weiß ich gar nicht, Januar. Ja, genau, und da gibt es jetzt schon eine 2. irgendwas. Die ist auch schon auf dem neuen Patch ausgelegt. Halt auf den 2.0. Aber der 1.5er, der fährt sich auf jeden Fall auch top, da gibt es nichts.
Und sie haben ein bisschen das Fahrverhalten und so weiter verbessert und bla bla, keine Ahnung, was besser geworden ist dadurch, wenn er eh schon so gut ist. Also ich finde den echt top. Und Spritverbrauch dürften sie, glaube ich, ein bisschen erhöht haben und ja, dass es ein bisschen realer wird. Er hat, glaube ich, ein paar Texturfehler drinnen noch. Die haben sie ausgebessert, was ich so in der Changelog gelesen habe. Okay, aber auch der Innenraum, du siehst richtig, wie sich der Sitz bewegt und alles. Das ist ja, ich echt auf kenne den ganz eh hohem auch. Niveau. Ich kenne ihn vom Sehen, glaube ich. Halt, ich bin mir nicht sicher mehr, aber ich glaube, ich kenne ihn. Komm Aber mir gerade um die Ecke. den gibt es mit einem Fronthydraulik und mit. Der ist von LS Mod TÜV. Ich hätte glaube von DT Modding. Gibt Ja, da, glaube ich, Team. zweimal denselben. Ich glaube, das ist so eine Mod-Klau-Geschichte. Weil ich hatte zwei Stück davon in meinem Ordner. Okay. Der eine hat so hinten auf der Heckscheibe dieses LS Mod TÜV Logo drauf und der andere nicht. Ja, aber die LS Mod, die TÜV-Seite gibt es ja nicht mehr. Die sind ja, haben sich ja getrennt. Die. Vielleicht TT Modding ihn übernommen dann. Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall gab es aber der, ich glaube, die ältere Version ist die von TT Modding und die neuere die von, oder andersrum. Auf jeden Fall, es gibt zwei Versionen, die irgendwie unterschiedlich lang schon am Markt sind. Okay. Jetzt bin ich Der hat übrigens natürlich auch einen gleich. geilen Kühler, einen, bei dem man so leicht durchgucken kann. Okay. Jetzt bin ich natürlich gleich falsch mit dem Mähwerk zum Feld gefahren. Hätte man auch mal drehen müssen. Ja, jetzt ist halt Aber die der Kredit, ich bin gespannt, wie wir den abbezahlen. Halt, wie ich glaube, schnell das das wird eine gehen kleine wird. Katastrophe. Ihr Aber ich glaubst? sag mal so, wir haben jetzt richtig eigentlich, es grenzt schon fast an Cheaten mit dem ganzen Geld. Ja, wir haben jetzt wahnsinnig viele Geräte und. Ja. Halt und auch große Geräte sozusagen. Und Wir ja. sind jetzt gezwungen, effizienter mit umzugehen. Das auf jeden Fall, weil wenn wir nur so spielen, wie teilweise blöd herumfahren, dann wird der Kredit uns auffressen. Natürlich kann man ewig viel ins Minus gehen, das ist ja das Problem bei. Obwohl, wenn man Bank auf Hagenstedt drinnen hat, glaube ich nicht, oder? Weiß doch, ich glaube schon. Hat man dann nicht nachher auch nochmal Zinsen auf das drauf? Auf die negativen? Ja, wenn du überziehst, kriegst du noch mal extra Zinsen. Nein, nein, ich meine auf dein Bargeldkonto stand. Warte Wenn mal. der ins Minus geht, ich weiß Wir gar können nicht ja mal jetzt. öffnen, wo Ende, ne? Kredit Oder Alt bearbeiten. Y. Geht auch Kredit noch. bearbeiten. Wir haben, warte mal, Überziehungszins 0% am Tag. Kredit aktiv seit Kreditrichtlinien 200.000. Überziehungszeitraum maximal 2 Tage. Und man bezahlt dann 10% pro Tag mehr. Ja, das Schlimme ist, was ich nicht ganz verstehe, weil wir haben da ja wir haben da Kreditdetails, wenn man geht und dann hat man. Ach so, bei mir ist der letztens dort gestanden, gestern noch, wo mir die Aufnahme, die Laufzeit 7 Kreditlaufzeit 0, Tage. ja, jetzt steht aber 0 Tage dort bei mir. Bei mir steht 7 Tage. Finanzhistorie, aktuelle, warte mal, Tag 7. Ah, nein, das ist falsch, weil das ist der aktuelle Tag, ist der siebte Tag. Aber oh, das kann auch nicht sein. Oh ja, weil uns ist ja der Speicherstand einmal flöten gegangen. Kann auch sein. Aber selbst wenn, ich finde das alles absolut gerechtfertigt, dass so teuer ist. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das mit den Überziehen. Ich weiß auch nicht, wie viel wir täglich zurückzahlen müssen oder so irgendwie. Ja, ich glaube, es sind knapp Nein, 50.000. Kreditbetrag sind von warte mal 100 Kreditlaufzeit. Kreditzinsen, Kreditlaufzeit, Überziehungszeitraum, Überziehungszinsen. Kreditlinie 200, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das Gleich sehen funktioniert. wir's. Gleich ist 12 Uhr. Achso, das wird immer bei 12 Uhr abgebucht, oder? Glaube ich. Wenn man rechnet, wie günstig die Felder zum Verkaufen sind, was man dann eigentlich kriegt dafür. So, Oh. Oh. wow. Das waren jetzt 100.000, oder? Ja. Bisschen mehr sogar. Nein, 100.000, bisher 101.000. Und das täglich. Das können wir Aber gar ich nicht muss ehrlich sagen, erwirtschaften. das ist absolut fair, wenn man bedenkt, wie viel wir jetzt geschenkt gekriegt haben. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt im Endeffekt Schulden haben und wir kein Saatgut mehr kaufen könnten und so Ja, und weiter. Zinsen auf die Schulden bekommen. Doch Warte mal, Saatgut was kann ist. man Wieso kaufen haben wir jetzt momentan, ne? 4.000 zurückbekommen? Weil ich gerade schaufel. Ah, okay. So, aber die Felder sind, glaube ich, fertig. Genau, das eine wird gleich fertig. Dann kann ich da mal zurückspulen, dass es stoppen. Ja, kommst du häckseln oder? Ach so, ist fertig vergoren. Es wäre fertig, Ich ja. leere noch eben die Schaufel aus. Oder Also soll in ich 20 dreschen? Sekunden.
Ich würde gerne abfahren. Ja, nein, ich habe eigentlich gemeint, ob ich dreschen soll mit Drescher und dass wir uns häckseln dabei lassen, aber wenn du sagst, du fährst eh, du kommst, dann kann ich ja starten. So, ich sitze drin. Ich sehe es. So. Schauen wir mal, wie schnell der fährt. Ich bin 11 km/h, das passt ungefähr. Du kannst natürlich auch hinter mir fahren, das müsste sich ausgehen. Ich Ja, würde ein ich. Frontgewicht nachher drauf geben, auf jeden Fall. So, schön. Jetzt bist. Okay. Fährst du jetzt mit dem Tempomaten oder? Ja. Stell den gleich auf 11 ein, wenn ich näher dran bin. Aber irgendwie ist der ein bisschen unsanft zum Einstellen. Wie meinst du das unsanft zum Einstellen? Richtig nicht genau eingestellt, der ist irgendwie. Der überspringt gleich so viele Prozent. Okay. Du hast gesagt 12, ne? 11 km/h Oder? war ich exakt. Weil der schwankt doch gar nicht bei mir. Okay. 29% sind es bei mir, aber das kann man ja nicht sagen, ob das passend ist. Bei deiner fährt er 50, deswegen kann es ja nicht passend sein, normalerweise. Ja, bei mir sind das 25. Ja. Eigentlich eher 24, genau. So, du kriegst dich schon ganz einiges hinein. Ja, also ich bin jetzt gleich 25 Tonnen, habe ich gleich drin. Das ist die Hälfte, oder? Circa, ja. Ja, ungefähr die Hälfte. Halt zwei Längen, halt nicht mal zwei Längen und du bist voll. Ja, das ist richtig ordentlich. Ich weiß nicht, warum wir dann ganz genau die zwei oberen Felder mit Mais angesiedelt hätten. Da wäre es sinnvoller gewesen, das Feld 14. Oder hätte man das Feld 11 zuerst machen sollen mit Mais setzen? Ah, ich glaube, das ist fast besser, wenn man zwei oder drei Abfahrer hat, wenn man das gleich Ich macht. würde fast sagen, wir machen erst 10, weil wenn wir jetzt nur ein oder zwei Folgen aufnehmen, dann kriegen wir Feld 10 in der Zeit fertig. Und bei Feld 11, da brauchst du, denke ich, so eine knappe Stunde. Ich glaube, das geht sich nicht mal aus. Weil du musst die Abfahrer auch haben. Der Farmer da dagegen. So ganz einfach. Du hättest auch einfach stehen bleiben können, mich umdrehen lassen. Ach, willst du so ein Vorgewende machen? Ja, ich fahre mal, bis ich im Feld drehen kann. Oh, jetzt ist das Schild kaputt. So, Und die wen Ballen fliegen stört's? wieder heraus. Mich und meine Zuseher. Nein, Spaß. Das Schild wird eh wieder aufgerichtet. Irgendwann. Aber ist schon schick, also ich mag den 8000er echt gerne. Ja, den habe ich früher auch gehabt. Das war mein erster Mod-Traktor, wenn ich mich nicht täusche. Mein erster Modschlepper war der 380 GTA und ich glaube dann der hier. Na, den GT habe ich nie wollen, so richtig. Ja, es war halt der erste auf der Standardseite, wo man dann direkt mal im Spiel guckt am Anfang und Ja, dann den sieht, dann stimmt. lädt man sich den schon mal runter. Die Hallen fand ich auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht von der Standardseite. Die Die was? Die sind halt ein bisschen Prinzipien oder was? langweilig. Ja. Die sind Ja, halt das sind die Standard, langweilig. glaube ich, oder? Ja. Hallen. Gehen schon ganz klar. Nur Ja, halt das Problem ist bei langweilig. Hallen, du musst überall ja oben offen lassen oder sowas. Oder nachher innen nochmal Licht einbauen, weil sonst siehst du ja in den Hallen nichts. Du musst irgendwo Glasfenster einbauen, weil sonst hast du ja stockdunkel da drinnen. Ja. Da hat wer nicht ordentlich gedüngt. Nein, Spaß. Ja, sehe ich auch. Tino hat hier mit Serio noch. Stopp! Ich denke mal gerade. Güllefass. So, ich bin Gestern. aber in den Drescher dabei. So, ich sehe gerade, dass man. Nein, die Palette ist eh Aber runtergeschoben. Drescher machen wir dieses Mal auch mit Überladewagen, oder? Genau, ich fange mal ins Drescher an. Wenn er Okay. funktioniert, genau. Dann hole ich dich gleich. Also, dann mache ich jetzt eben eine Silage leer und komme dann, ich glaube, mit dem Pfand oder so und Überladewagen. Ja, du kannst doch gleich wieder zur Silage hinkommen, halt zum Maisfeld, und wir häckseln dann gleich weiter. Wie viel ist in der Biogasanlage noch drinnen in dem Silo? Keine Ahnung, nicht viel. Also Okay. Schulden zurückzuzahlen reicht das nicht, oder die Rate hier wieder ins Das Positive zu werden wir uns bringen. nie leisten können. Ich sehe schon nach einer Woche circa, werden wir haben, keine Ahnung, 2 Millionen Minus. Vor allen Dingen, das sind nur die Zinsen, ne? Das Der sind nur wird die nicht Zinsen? zurückgezahlt. Ich Ja. weiß nicht. Das sind nur die Zinsen. Guck mal nach. Mit Steuerung kannst du ja einfügen, kannst du ja nachgucken, wie auch die aktuelle Beschuldung ist. Ich kann auch in die Hagenstedt-Map Mod rein. Ich habe mir das ja umgelegt.
Finanzhistorie. 1,49. 10.000 wurden zurückgezahlt, oder wie ist das? Ja, die habe ich aber letztes Mal schon zurückgezahlt. Also man muss jetzt wirklich kämpfen. Das wird ja richtig hart. Aber wie es weitergeht. Aber das möchte ich auch, weil ich möchte nichts geschenkt bekommen. Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich auch nicht der größte nicht der größte Freund von dem Kredit. Ich habe das Ganze nur gemacht, weil es wurde sich halt wirklich so viel gewünscht und ich möchte halt eigentlich für meine Maschinen kämpfen und das muss ich jetzt halt auch doch richtig tun. Das stimmt, dann. Ja. Wir werden auch extreme Probleme kriegen mit dem Geld, glaube ich. Ja. Weil eigentlich kann man nur Saatgut kaufen, wenn man positiv ist, in echt nee, sozusagen. Nee, Saatgut ja, du kannst. Und Benzin geht auch so. Aber du kommst halt immer weiter ins Minus. Ja. Ja, aber wie wir das mit den Schulden im Griff bekommen werden, wird es mit in den nächsten Parts geben, weil der Part ist schon wieder zu Ende. Voilà, waren wir aber jetzt wieder flott. Ja, und gebt uns auch mal Kommentare dazu, wie euch das gefällt mit dem Motor und mit dem ganzen Zeug, was wir jetzt haben, was wir noch reinhauen sollen, was wir noch so brauchen. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute. Tschüss.